Die Naturfreunde sind seit 1963 für den Ausstieg aus der Atomkraft. Wir haben schon immer gesagt, sowohl aus militärischen als auch zivilen Gründen, Schluss mit diesem Unsinn. Der große deutsche Philosoph Immanuel Kant hat 5 Gebote für den Frieden aufgestellt. Würde er heute leben, würde er ein 6. Gebot aufstellen. Die Menschheit muss so schnell als möglich aus dem nuklearen und dem fossilen Zeitalter aussteigen. Das fossile und nukleare Zeitalter ist nämlich ein Krieg gegen die Menschheit. Nichts anderes ist der Klimawandel. Nichts anderes ist die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen. Nichts anderes ist die Ausbeutung der Rohstoffe. Deshalb ganz klar, es geht nicht darum, die Energiewende, die noch gar nicht richtig begonnen hat, zu verlangsamen, sondern endlich zu beginnen und zu beschleunigen. Dann haben wir gesehen, dass das größte Risiko ein Weiter-so ist. Als wir mit der Klimadebatte Mitte der 80er Jahre begonnen haben, da haben wir noch von Vorsorge geredet. Heute geht die Debatte nur noch um Anpassung. Aber beispielsweise, das hat der Wirbelsturm gezeigt, ein Inselstaat wie Philippinen kann sich nicht anpassen. Es ist so, wenn wir nicht die fossilen Energien stoppen, dass wir einen Großteil, vor allem die ärmsten Menschen der Erde, dem Klimawandel opfern. Wir werden mitschuldig, wenn wir nicht die Energiewende machen. Und man muss auch wissen, seit 1981 liegen Konzepte für eine Energiewende vor. Das sind mehr als 30 Jahre. Wie langsam denkt man überhaupt dort, wo Entscheidungen getroffen sind? Bis heute gibt es noch kein Konzept, das tatsächlich eine Energiewende will, die sowohl Strom, Wärme als auch Mobilität radikal verändert. Das aber wollen wir. Deshalb lasst mich das sagen, was unsere Forderung an die Politik ist. Fangt endlich an, über das Notwendige zu reden und nicht mehr nur über das scheinbar Machbare. Redet über das Notwendige und dann wollen wir gemeinsam darüber reden, wie das machbar wird, aber nicht umgekehrt. Energiewende heißt, weg mit der Verbundwirtschaft, also den großen Kondensationskraftwerken. Weg mit der Vermeidung von unnötigem Stromverbrauch. Hin zur Dezentralität und zur Demokratisierung der Energiewirtschaft. Und bitte nicht nur erneuerbare Energien. Sie sind unglaublich wichtig. Und deshalb ist es falsch, was jetzt geschieht, wo man die Handbremse angezogen hat. Bitte aber verbindet erneuerbare Energien sehr viel stärker auch mit Effizienz und Einsparen, sonst wird es nicht funktionieren. Im Augenblick ist die Menschheit wie die Titanic, die auf Eisberge zurast. Das wissen wir alles. Und deshalb bitte, denken wir an Kant. Denken wir an seine Gebote für den ewigen Frieden. Raus aus dem fossilen und nuklearen Zeitalter. Keine Kohle, kein Atom, dezentraler Ökostrom. Keine Kohle, kein Atom, dezentraler Ökostrom. Keine Kohle, kein Atom, dezentraler Ökostrom.